Langhandelrudern vorgebeugt. Ausführung für Ober- und Untergriff. Als erstes die Ausführung im Obergriff. Greife die Stange etwas weiter als schulterbreit. Lehne dich mit dem Oberkörper so weit nach vorne, bis du eine Dehnung auf der Oberschenkelrückseite spürst. Die Beine sind leicht gebeugt. Drück die Brust raus und achte auf einen geraden Rücken. Ein leichtes Hohlkreuz stellt kein Problem dar. Löse deine Schulterblätter und lass sie zusammen mit den Armen nach unten hängen. Die Aufwärtsbewegung besteht aus zwei Teilen. Als erstes ziehst du die Schulterblätter zusammen und danach führst du die Stange zum Bauchnabel. Bei dieser Ausführung trainierst du den Rücken ganzheitlich. Um den Fokus auf den Trapez zu legen, kannst du dich mit dem Oberkörper so weit nach vorne lehnen, bis er sich etwa parallel zum Boden befindet. Bei dieser Variante ziehst du die Stange zur Brust. Ansonsten ist die Technik der Aufwärtsbewegung bei beiden Varianten identisch. Und jetzt die Ausführung im Untergriff. Greife die Stange schulterbreit. Lehne den Oberkörper hier auch so weit nach vorne, bis du eine Dehnung auf den hinteren Oberschenkeln spürst. Im Untergriff wird die Stange zur Hüfte gezogen. Bei dieser Variante kannst du deine Schulterblätter auch hinten fixiert lassen. So kannst du vermehrt den Fokus auf den Latissimus legen.